Diese Sequenzen mit mir im Käfig werden hier viel zu lange ausgebreitet. Können wir das nicht irgendwie ausdiskutieren? Steinschere Papier vielleicht, so wie früher? Du weißt, dass ich immer den guten alten Stein nehme. Aber wo wir gerade von Steinen sprechen, ich habe bald alle Steine der Endlichkeit beisammen. Und dann... Niemand interessiert sich für deine blöden Murmeln, du Dämlack. Während Talia in eine angeregte Diskussion mit ihrem Stiefbruder vertieft war, versuchte sich das hirnvertilgende Böse bereits an einem mehr oder weniger fruchtlosen Befreiungsschlag. Da Untote nach ihrem Ableben einfach nach einiger Zeit auf dem Friedhof wieder auferstanden, war ein erfolgloser Ansturm auch nicht weiter tragisch. Gut, dass seine Kreaturen verheizende Böse fand es vermutlich niemals tragisch, wenn es Untergebene verlor. Doch zurück zum Thema. Glücklicherweise fanden sich im näheren Umkreis alte Grabkammern, die starke Untote beheimateten und für größeren Nachschub sorgen konnten. Das die Karte studierende Böse machte sich eifrig Notiz. Ha, siehst du das, Tristan? Meine Armeen werden mich befreien. Los, ihr Untoten, macht sie nieder, fresst ihre Hirne, klaut ihnen die Hosenträger! Damit die untoten Kreaturen des gnadenlosen Bösen noch mehr Lakaien beschwören konnten, musste ein Tempel mit einer Opfergrube errichtet werden. Schnell machte sich das bausüchtige Böse daran, diese umzusetzen. Diese Kreaturen werden dich nicht retten, Talia. Vorwärts, Männer! Vernichtet diese bösartige Widerwärtigkeit! Thank you.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zahltag. Eine der im Kampf verstorbenen untoten Kreaturen hatte sich auf dem Friedhof zur Ruhe gebettet und war nach einiger Zeit wieder auferstanden. Das erbarmungslose Böse konnte sie erneut in den Kampf schicken.
Saaltag. Feinde sind im Dungeon. Eine Goldader ist nahezu erschöpft.
Tag. Eure Feinde sind im Dungeon. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut.
Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Es sind Feinde in eurem Dungeon.
Zahltag. Feinde sind im Dungeon. Thank you.
Ding Dong, es ist Zahltag. Eure Goldader ist fast erschöpft. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
Kreaturen holen sich ihren Sold. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut.
Zahltag. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen.
Zahltag. Das schaurige Böse empfing einen Knochenfürsten in seinen Reihen. Dieser mächtige Schwertträger konnte nicht nur austeilen und einstecken, sondern auch Skelettmagier als Lakaien herbeirufen. Thank you.
Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Das frivole Böse hatte einen Tempel errichtet. Von nun an konnte dort Fäule eingelagert werden, was die untoten Armeen des nach Grab duftenden Bösen stark verbessern würde. Das opferbereite Böse hatte einen Tempel nebst Opfergrube errichten lassen. Der gierig aussehende und ins Dunkle nichts führende schwarze Schlund lechzte nach Darbietungen. Vermutlich würden die bösen Geister jedes Opfer mit wohliger Fäule belohnen. Das experimentierfreudige Böse machte sich daran, dies auszutesten. Gestärkt durch die erbeutete Fäule konnte eine der untoten Kreaturen einen Lakaien an ihrer Seite rufen. Zufrieden stellte das extravagante Böse fest, dass seine Untoten in der Lage waren, durch Fäule und Lakaien die Anzahl an verheizbaren Kreaturen zu maximieren.
Kreaturen holen sich ihren Sold. Eure Feinde sind im Dungeon. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. D
Ding Dong, es ist Zahltag. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Das farbenfrohe Kleidertragende Böse hatte einen Eingang in den Untergrund entdeckt. Scheinbar handelte es sich hier um eine der drei verlorenen Grabkammern. Um von dieser zu profitieren, musste die Grabkammer nur noch geöffnet werden. Vermutlich mit festen Schlägen. War wohl die letzte Ruhestätte der legendären Söldnerarmee Taugenichtse von Tunichtgut. Das pragmatische Böse hatte bestimmt eine Idee, was es mit den Untoten dort anstellen konnte. Das zombiehafte Böse hatte mächtige untote Kräfte freigesetzt. Jede seiner untoten Kreaturen konnte mit der Nutzung dieser Kräfte einen zusätzlichen Lakaien an seine Seite rufen und sich schneller bewegen. Jede weitere Grabkammer würde für jeweils einen weiteren Lakaien sorgen.
Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zahltag.
Es ist Zahltag. Eure Goldader ist fast erschöpft. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut.
Zahltag. Feinde sind im Dungeon. Das herumstochernde Böse hatte eine weitere Grabkammer entdeckt.
Dieses Grab war den Bogenschützen der Taugenichtse von Kunichtut gewidmet. Man erzählt sich, dass sie auch auf 10 Meter Entfernung noch ein Scheunentor verfehlen konnten. Ihre Leichen würde das opferbereite Böse sicherlich gut zu nutzen wissen. Das Errungenschaften anhäufende Böse hatte auch die dritte Grabkammer entdeckt. Weilenden Überreste gehörten den Alchemisten der Taugenichtse von Tunichtgut, die Arsen für erfrischenden Mundbalsam hielten. Diese Leichen waren vermutlich ideal als Gefäße für hirnlose Zombies geeignet.
Spezialtag. Meine Armeen rücken näher, Brüderchen. Willst du dir schon einmal einen netten Grabstein aussuchen? Nicht, dass du ihn brauchen würdest, weil ich deinen Kopf auf den Speer... Wir brauchen deine Untaten nicht weiter auszuführen, Schwester. Meine Armeen sind noch nicht geschlagen. Und der Mut der Helden ist ungebrochen. Der Mut ist vielleicht ungebrochen, aber das Rückgrat... Dieser widerwärtige Gestank der Untoten kommt noch immer näher. Vorwärts, Getreue! Vernichtet das Zeug! Problem, Brüderchen. Sehe ich nach Angstschweiß auf deiner Stimme. Das erinnert mich daran, wie du Wilhelmina Wonneproppen zum Abschlussball einladen wolltest. Das tut hier nichts zur Sache. Und sie dich hat sitzen lassen, weil sie lieber mit ihrem Hund Gassi gegangen ist. Wir sehen die Pfanne, spielen wir sie uns aufs Brot. Das souveräne Böse hatte Talia aus den Fängen ihres Stiefbruders befreit. Schade eigentlich. Ich fand es ganz angenehm, wenn mir niemand andauernd dazwischen quatscht. Deine Frechheiten werde ich gerade einmal ignorieren. Aber nur, weil ich mich diesem verdammten Tristan zuwenden muss. Das Stief im Stiefbruder steht für meinen Stiefel, den ich ihm tief in den Talia hatte während ihrer Wutrede verpasst, dass ihr Stiefbruder Tristan sich aus dem Staub gemacht hatte. Was?
Dieser feige, unredliche, widerliche! Talia war durch das absolute Böse aus den Klauen ihres Stiefbruders Tristan gerettet worden. Das schien etwas verwunderlich. Schließlich hatte Talia nur eine Cutscene zuvor aus Versehen für dessen Ableben gesorgt. Aber die körperlose Essenz des gereizten Bösen war ruhelos durch seine fehlende physische Form. Es brauchte Hilfe, um einen neuen Körper zu finden. Da griff man auch auf weniger kompetentes Personal zurück. Talia war äußerst dankbar, nach 3 langen Missionen aus dem Käfig befreit worden zu sein. Einen neuen Körper für das absolute Böse zu suchen, schien da ein geringer Preis zu sein. Hoch oben auf dem 4. Gipfel der Welt, Mount Snodmore, residierte der altehrwürdige Rat der Schnodderlinge. Diese weisen Wesen waren es, die wüssten, was ein neues, adäquates Gefäß für das absolute Böse sein würde. Talia musste lediglich den Gipfel erreichen. Eigentlich eine Kleinigkeit. Doch standen dummerweise ihr Stiefbruder und dessen überdimensionierte Armee zwischen ihr und dem Ziel. Ansonsten wäre es aber auch so leicht gewesen, dass es sogar eine Gruppe verfressener Hobbits geschafft hätte.